Willkommen zurück zu Ahead in Time. Wie ihr alle sicherlich schon wisst, haben wir das Spiel beim letzten Mal komplett durchgespielt und diesen Hut hier erhalten. Ja, wir haben ja 100% durch. Aber wir sind noch lange nicht durch mit dem Spiel. Okay, lange würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind noch nicht durch mit dem Spiel. Bitte swap deinen Hut, bitte. Hallo? Steuerung? Okay, danke. Denn, wenn wir hier rüber gehen, in den Forest, hier drüben sehen wir Snatcher. Das ist nämlich sein echter Name. Ich weiß ihn endlich, ja, sein Name ist Snatcher. Statt immer eine Plage zu sagen. Ich könnte auch einfach theoretisch hier unten auf Todeswunsch gehen. Aber wir reden lieber noch mal mit ihm. Denn das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, sind die Contracts. Okay, gut, das erste Level haben wir einmal schon ausprobiert. Aber selbst hier gibt es noch ein paar Bonusmissionen. Und ja, soweit ich weiß, gibt es hier knapp 30 Level, wo größtenteils einfach die gleichen Level sind, die wir schon mal gemacht haben, nur halt auf, ja, Hardcore-Mode eingestellt. Weiß nicht mal, was das hier eigentlich ist. Snatchers Trefferliste. Töte 5 Mafia, ohne geschlagen zu werden. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier und gucken uns dann hier um, was wir noch so machen können. Ja. Was müssen wir machen? Bonus, werde nicht zu heiß, also niemals Damage nehmen durch, dass halt zu heiß wird, genau. Und kühl dich nicht mehr als zweimal ab. Oh. Snatchers Tipp. Mach dir keine Sorge, jede einzelne Aufgabe auf einmal abzuschließen. Du kannst schwierig. Ja. Lass die Ruhigzeit! Ja, das ist mir schon klar. Ja. Ich sage euch, glaube ich, einfach mal. Was? Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich zeige euch mal die besten Versuche, aber ich habe gerade ein neues Outfit bekommen, Virtual Kit. Wait, was? Nein! So ein N64-Skin, aber so polygonisch. Wie sehen die Hüte aus? Okay, das ist der normale Headkit-Skin. Sprinthut, okay, es gibt immer nur einen Hut, aber trotzdem ist das cool. Hexenhut, oh, das ist so süß. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das geil. Oh, das ist echt mega cool. Das ist das kostenlose. Was heißt kostenlose? Das ist das erste Outfit, was man hier freischaltet. Das ist ja mega cool. Ich hätte schon gedacht, dass das so ein Outfit wäre, das man erst ganz am Ende oder so freischaltet. Ja, geil. Natürlich spielen wir damit direkt. Okay, aber auf jeden Fall. Ich mach die Boni. Hahaha. Willst du die Hitze? Und ich glaube, als erstes werde ich versuchen, nicht einmal heiß zu werden. Und danach als zweites werde ich versuchen, die ganze Zeit den Damage zu tanken und nicht ins Wasser zu gehen. Also ja, hier meine besten Versuche. So. Look at. Ja, komm, ist mir egal. Komm, sei leise. Okay. Wir wollen sofort loslatschen. Werde nicht zu heiß, ist die erste Challenge. Außer ich mache jetzt die andere als erstes. Das war ich jetzt noch nicht tatsächlich. Weil leider bin ich jetzt zu einem der Dinge hingegangen, wo es kein Wasser gibt. Und jetzt wird mir schon warm. Oh nein. Ich glaube, ich habe die Challenge falsch angefangen. Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Ich brauche Wasser. Es ist so warm. Wasser. Oh nein. Schnell. Hier ist Wasser. Oh doch, ich schaff's. Okay. Okay, na gut. Okay, jetzt steht da halt. Das Bonus gescheitert. Wie gesagt, lasst euch auf jeden Fall Zeit. Macht eine Aufgabe nach der anderen. Macht nicht alles auf einmal. Vor allem bei diesem Level, das allererste Level, das ist wirklich. Das zeigt einem perfekt. Du musst jedes Level hier mehrmals machen. Du kannst nicht alles in einem schaffen. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Und das ist halt wirklich so. So, das waren alle. Ja. Jetzt ist er über Wasser. Jetzt muss ich es nur noch ganz oben schaffen. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Vor allem das Gute ist ja, jede Wasserstelle bleibt für immer. Also wenn du da mehrmals. Ich weiß gar nicht, ob das in Lava zählen, also Lava springen auch zählt als warm werden. Probiere ich auf jeden Fall nicht aus. Aber ja, wie gesagt, man kann hier einfach mehrmals rein. Zack. Kannst auch oft rein, wie du willst. Klar, für die nächste Challenge nicht. Aber es funktioniert theoretisch schon. Okay, ja. Jetzt möchte ich noch irgendwie einen
guten Weg nach oben suchen. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter nach oben. Und der war richtig. Schön. Damit sind wir mit der Challenge durch. Aber ja, ich werde euch jedes Level im First Try komplett zeigen. Und dann, wie ihr gesehen habt, hier die Boni. Wenn die nicht interessant sind. Und das war ja nicht interessant. Wie ich alles neu gemacht habe. Das gebe ich dann. Yeah! Aber ganz ehrlich, ich glaube, die nächste Challenge. Lavakuchen. Nächste Challenge, nicht mehr als zweimal abkühlen, das wird super schwer, da muss ich alles auswendig lernen. So, okay, das ist mein zweiter Versuch, aber ich glaube, den zeige ich euch jetzt, weil mir ist aufgefallen, dass die Challenge doch gar nicht mal so uninteressant ist. Tatsächlich habe ich vorhin nur verloren, weil mein Spiel abgestürzt ist, das war auch zum allerersten Mal gerade passiert, aber ich hätte es auf jeden Fall fast geschafft. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine gute Taktik. Ich gehe jetzt einfach den Weg, den ich vorhin gegangen bin, als ich die andere Challenge gemacht habe, weil den Weg habe ich, wie gesagt, am besten noch im Kopf. Und deshalb weiß ich da noch am besten, wie ich da ungefähr lang gehen muss. Und ja, tatsächlich kann man extrem lange aushalten, bis man Wasser braucht. Also wirklich, das ist länger als erwartet. Und das wird sehr, sehr hilfreich sein für uns, das, diese Challenge hier zu meistern. Ich meine, ihr seht, ich habe jetzt schon zwei Dinge. Und ich bin noch nicht annähernd dabei zu brennen. Ja, es wird ein bisschen heiß an den Rändern, aber das ist noch gar nichts. Ja. Jetzt wird er gleich Snatcher reden und sagen, ey, du bist voll schlecht, ey. Und wenn er das sagt, dann... Genau. Dann wird er andeuten, dass es gleich soweit wird, dass wir gleich anfangen zu brennen. Vollmer hat er mir gesagt, ja, warum bist du so schlecht? Das ist wie der erste Vertrag oder so. Komm schon. So, jetzt fangen wir an zu brennen. Was wir machen können, ist entweder es aushalten und uns immer gegenheilen, oder wir nehmen schon mal ein Stück Wasser. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ich bin irgendwie eine andere Route jetzt gegangen als sonst. Hallo? Oh Gott, das läuft so nicht wie geplant. Egal, wir kriegen es hin. Genau. Wir kriegen das hin. Hier ist noch ein Heal. Schnell, schnell. Ah, come on. Na egal. Auf jeden Fall haben wir es eigentlich jetzt schon fast. Ne, weil ich glaube, viel fehlt uns jetzt nicht mehr. Oh, verdammt. Oh, das ist das, was leider oftmals passieren kann, dass man aus Versehen in eins reingeht und dann zählt es jetzt schon als zwei. Also, war verdammt. Ja, jetzt dürfen wir nicht mehr ins Wasser. Gar nicht mehr. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Vielleicht schaffe ich es auch nicht mehr, aber ich versuche es trotzdem noch. Und an das Ding ranzukommen ist halt echt schwer. Ich glaube, von hier geht das. Am einfachsten. Ja, von hier kann man nämlich einfach runterfallen. Von hier ist es einfacher. Oh Gott, so viel Zeit verschwendet. Ach komm, mach schnell. So, und wie ihr sehen könnt, eins fehlt nur noch, dann sind wir durch. Und das Ganze jetzt ohne Wasser. Oh Gott, oh, ich weiß nicht, ob das zählt, ob man in die Lava springt, ob das dann zählt, dass man verbrennt. Ich weiß übrigens nicht, ob das zählt. Ich laber viel, aber ich bin auch gerade in unter sehr starkem Druck, weil ich es schaffen möchte. Aber ich glaube, wir schaffen es. Weil das ist das letzte Ding. Und dann müssen wir dann noch hochrennen. Shit, ich bin in der Luft. Okay, ja, es wird super heiß. Okay, okay, irgendwie hochkommen. Hier ist eine Leiter, nicht Leiter, eine Treppe. Ja, ja. Schon klar. Okay, wir sind da, wir sind da, wir haben es geschafft. Ja. Selbst wenn man nur einmal Wasser nimmt, kann man es schaffen, wie ihr gesehen habt. Das ist nicht so schwer, wie es klingt. Und damit sind wir hier mit dem kompletten Level komplett durch. Und ich liebe dieses Outfit, was wir da immer noch haben. Prepare to die. Ja, jetzt haben wir uns wirklich dafür entschieden, diese Mission zu machen. Prepare to die. Okay. Machen wir direkt weiter. Todeswunsch. Ja, da wir nur drei Dinge haben, können wir eigentlich nur das hier freischalten. Aber bevor ich das mache, das ist schon die ganze Zeit da. Was ist das? Snatchers Trefferliste. Töte 5 Mafia, ohne geschlagen zu werden. Sie haben dich durchschaut. Bonus Hütte 10 anstoßende Krähen? Ohne gemobbt zu werden? Bonus Hütte jeden Gegnertyp? Was ist das denn?
anschalten. Okay. Ich weiß nicht, was das macht, aber ich mach's mal an. Ah, hätte ich wahrscheinlich hier anmachen sollen, oder? Für das Level. Oder was ist das? Hä? Ich glaube, ich mach das mal eben hier in dem Level und dann schauen wir mal, was das macht. Also 5 Mafias schlagen und dass sie mich treffen. Also killen. 10 Krähen killen oder dass sie mich killen und treffen und töte jeden Gegnertyp. Nee, warte mal, das ist eine generelle Challenge. Wenn man mal kurz Zeit hat dafür. Okay, ich lasse es mal an. Machen wir das nächste Level. Na, zurück aus dem All. Erreicht das Zeitstück. Welches Level ist denn das? Ah. Das zweite Level. Ja, ich komme zurück, um euch zu holen. Dieser Blick von Headkid in diesem Bild. Ich finde das cool, dass die Deathwish-Level alle neue Bilder bekommen haben. Das finde ich echt cool. Okay, die Bonus-Sachen weiß man beim ersten Mal nie. Könnte man nachgucken, aber... ist auch ein bisschen Cheating. Oh mein Gott, das Outfit! Ist unsichtbar Wand, aber schau mal, wie süß das ist mit dem Pixel-Look. Mit dem polygonischen Look, ja. Super! Kann ich den eigentlich killen? Ne, den kann ich nicht killen. Jetzt sehe ich jetzt Gegner. Hallo? Hä? Das UFO greift mich an. Ah! Töte jeden Gegnertypen und das gehört dazu. Ah, interesting. Ist nett. Okay, danke. Ist auch nicht so nett. Okay, also hier geht's aber eigentlich jetzt nicht wirklich groß ab. Das ist einfach nur, mach das Level. LOL. Ja, ich weiß, wie die Steuerung funktioniert, Spiel. Danke. Sollte ich noch im Kopf haben. Wait. Wieso ist der Sprung dort so schwer? Habe ich irgendwas verpasst? Hm? Nee, schau das mal an. Ah, muss man wirklich perfekt machen, soweit es geht. Einen längeren Sprung kriegt halt gar nicht hin. Okay, also ist einfach das gleiche Level, nur ein Ticken schwerer mit dem Jump'n'Run. Okay, ist in Ordnung. Das krieg ich noch hin, yeah, yeah. Ohne dass er mich trifft. Bam. Schön. Einen weiteren Mafia-Kollegen gekillt. Okay, das ist cool mit den... Aua. Das finde ich aber cool mit diesen, ja, Bonus-Missionen nebenbei, die man machen kann. Ich finde, das ist eine coole Challenge. Ach komm. Das ist aber jetzt dumm. Der hat mich doch gar nicht mehr bekommen. Hallo? Soll ich jetzt sterben oder was? Ja. You died. Und da unten diese tote Seele, Alter. Ach, da muss man alles neu machen. Auch die Bonusmission. Okay. Bis gleich einfach. Nee. Hä? Wo ist meine Fackel hin? Ah, nee, das zählt. Okay. Alles klar. Stimmt, ich kann doch jetzt einfach den gleichen Heini hier töten und es zählt trotzdem als 2. Ja, cool. Also so schlecht war es jetzt auch wieder nicht, dass ich da gestorben bin. Aber das Timing dort verstehe ich überhaupt nicht. Hm, ach so, warte mal. Ah. So soll ich... das machen. Was war das jetzt? Gott. Okay, nochmal. Zeitlupe. Schnell! Das Ding kommt! Wow! Alter, knapper geht's gar nicht. Bam! Und bam! Und aufpassen und yeah! Und bams! Und zack! Ja, wie gesagt, also ich finde diese Fackeln cool. Finde ich eine coole Idee. Hallo? Was zur Hölle? Was war das denn jetzt schon wieder?
Nein, ich gehe jetzt nicht nochmal down. Hallo? So, geht doch. Das war doch nicht so schwer. Egal. Die Musik ist hier cool. Weiß nicht, ob die normalerweise hier spielt, aber ist auf jeden Fall cool. Stimmt, wir haben auch... Oh, zum Glück ist ein Checkpoint. Wir haben ja auch ein paar Remixe freigeschaltet. Vielleicht ist das einer der Remixe? I don't know. Oh, das wird schwierig sein. Oh, getroffen. Wo wir lang? Das Ding, okay. Hui! Heilung, sehr nett. Bam, weggestoßen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich diesen Raketen nichts tun kann. Dass sie einfach fliegen und ich muss den nur ausweichen. Wo ich die schon gerne killen würde, wenn ich könnte. Aua! Ich sehe nichts. Okay, danke. Cool. Wir sind durch! Aber wir haben keine Bonusmission geschafft. Also glaube ich nicht. Mal sehen. Okay, neue Fackel, aber wir müssen erstmal die ausmachen, denke ich mal. Also, ja. Zerschmetter alle UFOs. Oh. Okay. Und erreichen unter 18 Sekunden das Ende? Du wirst, ohne zu wissen, wie man deinen Hechtsprung abbricht, nicht weit kommen. Was auch immer das heißen soll, du wirst es schon rausfinden. Was? Also war das eine neue Mechanik? Wait, what? Also ich kann auf jeden Fall jetzt erstmal die Dinger. 80 Sekunden? Ich meine, ich kann ja nebenbei auf die Aufnahme schauen, wie lange ich auf der, aber I don't know. The hell? Okay. Eins. Mist, zwei. Ah, Mann! Drei. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal das Level so, dass ich hier ein paar Leute kill, dass ich zumindest bei der Fackel auch noch ein bisschen was bekomme. Hm, wieso soll ich denn den Hechtsprung aufhören in der Luft? Ja, klar weiß ich jetzt, wie der funktioniert, aber... Hä, das hilft doch überhaupt nicht. Ich bin total verwirrt. Egal, ich kill jetzt mal ein paar Gegner. Ja. Ach, deshalb ist hier auch die Plattform. Oh. Hä, wie bringe ich denn die Typen da runter ohne das... Und da habe ich jetzt zwei Seelen gehabt, habt ihr das gesehen? Zwei tote Seelen von mir. Ich bin überfordert. Komplett überfordert bin ich. Zack, so killt man den am besten. So, und fünf Mafia-Dudes gekillt. So, fünf. Ich hoffe, ich habe keinen verpasst, aber ich meine auch nicht, dass ich einen verpasst habe. Ich glaube, die beiden kommen jetzt noch. Ja, da sind die beiden auch schon, wie ihr sehen könnt. Bam. Und alle... Nein, nein! Ach komm, das wurde mir zweimal abgezogen. Das ist aber dumm. Abgesehen, ich konnte da nichts gegen tun. Nehmen wir hier noch Heilung. So, kann ich euch bitte ausweichen? Hallo? What the hell? Vielleicht soll ich den richtigen Weg gehen, so alles linear und so. Hallo, 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 hallo! Was ist denn vorhin anders gelaufen? Und warum ist da eigentlich so ein Stück, das hinter mir ist und mich verfolgt? Wie ist das denn passiert? Komm, komm, komm! Okay, es ist tot, es ist tot. Jetzt ins Ziel, ins Ziel, ins Ziel, ins Ziel. Okay. Das haben wir zumindest. Oh, schick. Weil ich eins geschafft habe von denen. Okay. Ich versuche mal, jetzt in meinem First Try, einen perfekten Run hinzukriegen. 80 Sekunden ist aber echt mies, also echt böse so. Warte mal, zählt denn der Time Stop Hut? Ich hoffe, der zählt. Nee, der zählt nicht. Schade. Aber macht mir dann dennoch, macht mir aber trotzdem einfacher bei der anderen Stelle dort hinten. Okay. Ich denke, bisher mache ich alles perfekt. Zumindest wüsste ich nicht, wie man hier das noch besser machen sollte. Ja, und unten rechts seht ihr, Timestop macht keinen Unterschied da jetzt leider. Und hoch.
Und rein da, schnell! Hallo! Boah. Zeit verschwendet, ein paar Sekunden. Speedrunner hätten jetzt schon aufgegeben. Ich kann nicht aufgeben. Kann wirklich nicht aufgeben jetzt. Eieiei, ich habe jetzt schon die Hälfte. Mehr sogar. Viel mehr als die Hälfte. Oh Gott. Ah, doch, das könnte möglich sein. Ist schon possible, glaube ich. Aber schaut mal. Ich bin jetzt schon... Nein! Nein! Oh, okay, aber ich mach's trotzdem nochmal durch. Ich will wissen, wie viel Zeit ich mir noch gefehlt hätte. Weil das schaffe ich sowieso nie mehr. Lass mal sehen. So, jetzt habe ich's verkackt. Aber... Wie viel Zeit hat mir jetzt noch gefehlt? 11 Sekunden und es geht immer noch weiter. Also, er ist irgendwo mittendrin bei der Animation. Ist Stopp. Was? Okay, da muss ich mir ein Guide anschauen. Das, was. Okay, also, so wie ich das gesehen habe, hat da jemand das hier rausgenommen. Den Sprinthut genommen. Weil, wenn man den Sprinthut so benutzt, ne? Falls ihr noch daran erinnern könnt, habe ich ja nie gemacht. Dann hat man so einen super Jump. Man kann sprinten, hat dann so einen weiteren Jump, aber man hat nur einen Jump dafür. Dennoch soll man es damit wohl am besten hinkriegen. Und deshalb versuche ich es jetzt nochmal. Vielleicht ja First Try, ich schau mal. Aber ja, man soll schon direkt losrennen am Anfang. Also es geht instant los. Deshalb halte ich schon mal Sprint gedrückt und dann mal schauen, ob ich es beim First Try hinkriege. Also nein, aber nicht, aber... ja. Ah, verdammt. Okay, ich kann neu starten. Zum Glück gibt es hier Neustart-Button. Nur aus irgendeinem Grund steht da dann immer unten, wie viele Seelen mir weggenommen wurden. Also wie oft ich gestorben bin. Weiß nicht, was ich davon halten soll, aber... Ist auf jeden Fall so. Okay, und... Ah, verdammt! Ist das einfach nur ein Death-Counter? Ist immer der ganze Bildschirm voll mit den Dingern oder was? Nein! Komm rein! Okay, bei 30 Sekunden bin ich hier. Ungefähr. Okay? Not bad. Nein, warum fällst du hin? Nein, warum? Och man, jetzt habe ich es verloren. Jetzt hätte ich es eigentlich geschafft. Ja, jetzt hätte ich es eigentlich geschafft. Okay. Na gut. Jetzt weiß ich zumindest, wie es geht. Mann! Wow. Das schaffe ich schon nicht mehr. Vielleicht kann ich es noch schaffen, aber... Okay. Immerhin diesmal die Kanone gut getroffen. Not bad. Not bad. Shit, ich musste warten diesmal. Ich hatte schlechtes Timing. Oh nein, jetzt habe ich es versaut, oder? Ich glaube, jetzt habe ich es versaut. Ich versuche es trotzdem noch. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Da, jetzt klappt's doch. Nein! 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 Geht doch. Wo ist das blöde Problem dabei? Hör auf, dich da festzuhalten. Okay. Das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Vom Zeit her. Nein. Schlechtes Timing. Ich bin trotzdem noch drüber gekommen. Okay, so schlecht ist es jetzt nicht. Ich habe eigentlich exakt gleichen Zeiten wie vorhin.
So, immer die Super Jumps. Ach komm. Es ist aber noch machbar. Ich gebe noch nicht auf. Na, warum? Girl! Warte, was? Ich kann da unten lang? Jo! Was? Okay! Cool! Das war ein goldener Stempel, weil es so schwer war! Yay! Woo! Yippie! Okay, dann kann ich ja wieder meinen Stempel ausrüsten. Dann sind wir jetzt durch mit dem Level. Toll! Unsere Trefferliste hat noch ein bisschen was. Was ist das hier für eine Liste? Snatcher Münzen in Mafia Town. Wenn ich das jetzt anschalte. Ah, ich kann alles an. Was? 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 Finde eine Snatcher-Münze in der Mafia-Stadt. Finde zwei Münzen, finde drei Münzen. Falls du das Ding hast, sollte das Kinderspiel kinderleicht sein. Wait! Das Ding haben wir! Nee, warte, wir haben es nicht. Aber wir haben jetzt genug Geld, um uns das Ding zu holen. Warte mal, warte mal. Wo war das? Das war hier drüben. Der Typ hat's verkauft. Hier, genau. Ja, kauf es. Das ist der vorletzte oder letzte Anstecker. Ich weiß gerade nicht, der uns fehlt. Ah, damit können wir es dann finden. Okay. Okay, alles klar. Dann alles schon, okay. Muss ich Bye-Bye sagen erstmal zu dem Ding. Aber okay, warte. Mafia Town hat er gesagt, ne? Man kann ja hier jetzt unsere Kontexte uns anschauen. Wo war denn das? Oh ja, er findet zwei Snatcher-Münzen und drei Snatcher-Münzen in Mafia Town, genau. Und das hier, sie haben dich durchschaut. Okay. Das hier scheint wohl für immer zu gelten, die Kerzen generell. Ha, hätte ich das auch vorher machen können. Na egal, was soll's. Suchen wir die Münzen in Mafia Town. Und sehr gut, dass mir direkt gesagt wird, in welchem Level ich suchen soll. Das ist nett. Wo ist das? Steht das da? Stehe still, um dir das anzeigen zu lassen. Okay. Stillstehen. Da hinten ist was, aber es ist nur Wolle. Ah, jetzt funktioniert's. Okay. Der zeigt mir, wenn ich stillstehe, in welche Richtung ich rennen muss. Okay. Verdammt, ich dachte, ich kann da hoch. Kann ich nicht. Okay, wo muss ich jetzt lang? Okay, nach oben. Also wirklich nach ganz oben. Okay. Ich glaube, dafür können wir einfach hier lang. Okay, wo soll ich jetzt lang? Da? Okay. Ich hoffe, er zeigt mir alle drei an und nicht nur einen. Bin ich hier falsch? Nicht unbedingt, nein. Tatsächlich nicht. Wo ist es denn? Weiter lang, okay, okay. Oder zeigt mir jetzt einen anderen, ich weiß es nicht. Nach unten. Okay. Weiter runter. Ah, hier! Ach, Leute, die haben wir doch schon mal gesehen! Das ist wirklich für Deathwish! Ah! Okay, die nächste. Ja, okay, wieder nach oben. Verstanden. Okay, nach ganz oben. Ich würde auch gerne Treppen so schnell hochlaufen können. Okay, in die Richtung. Nein, das wollte ich nicht. Ich will so einen super coolen Jump machen. Ich kann mir vorstellen, wo es ist. Ja, hier in der Clock Tower, oder? Was heißt Clock Tower? Auf jeden Fall hier in den Tower. Ja, ganz oben. Ganz oben? Warte mal. Komme ich überhaupt? Hallo, Band? Nach ganz oben. Hier durch? Ich sehe es. Wie komme ich denn da ganz nach oben? Hilft mir das, wenn ich von hier aus springe? Hilfst du mir? Und Shop. Nee. Ja, toll. Hier will ich gar nicht hin. Oh, kurz um zu confirmen, eins fehlt uns hier noch. Das ist das Letzte, was uns noch fehlt. Aber das ist ja auch nur Negatives für eine Challenge. So wichtig ist es also auch nicht. Eventuell müssen wir es von woanders aus machen. Zum Beispiel von hier oben aus. Soll man vielleicht von ganz oben runterfallen, runterspringen? Wait.
Ach, warte mal, jetzt. Ich habe eine Idee. Ja. Von hier oben aus. Hier war ein Geschenk. Vom Geschenk aus kommt man hier hin. Schön. Wo ist der letzte? Was? Oben? Du meinst dort in die Richtung oben? Also auf jeden Fall ganz oben irgendwo soll was sein. Okay. Hier über mir? Ja, über mir. Wie komme ich denn über mir hin? Was macht denn jetzt der Pfeil? Wo zeigt er denn hin? Ja, das Ding halt. Okay. Genau, und zwar ist das... das, was wir vorhin gemacht haben. Sie kam aus dem All. Mit dem Ding kommen wir nach oben. Okay, ich habe kurz nachgeguckt. Sorry, war ein bisschen blöd von mir, aber... Hier im letzten Akt kann man alles erreichen von der Map. Und somit auch nach oben gelangen. Also ich habe mich da irgendwie vertan, weil... bei diesem Deathwish-Mission, von das, was ich gerade aus dem Sinn gemacht habe, da konnte man dann nach ganz oben und ja, das ist eigentlich nicht so richtig gewollt. Okay, also nach oben soll ich, genau. Ich muss nur die Kanone dafür finden. Ja, wo ist denn die? Ach, da ist die! Lol. Jui. Genau, und hier oben die dritte Coin. Also ja, Leute, das wird mehr als 10 Folgen lang dauern, Snatchers. Deathwish. Ich hoffe, ihr seid drauf gehypt. Ich bin es definitiv. Weil ich denke, das könnte noch ziemlich lustig werden. Vor allem so vom Rage-Faktor her. Ich glaube, wir sollen noch ganz oben klettern, oder? Yep. Da ist sie. Wir haben alle drei. Bringen wir sie schnell wieder zurück. So, Kumpel. Hier sind deine drei Münzen. Was kriege ich dafür? Eine neue Farbe. Und zwar... Pappe. Okay. Das ist ja noch aktiv. Ausschalten. Nee, nee. Lass mal schön an. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier ganz normal weiter. Hier ist übrigens die Farbe. Jetzt ist halt mein Pixel-Outfit weg, weil man die Farben dann nicht kopieren kann. Aber ja, ich muss sagen, ist auf jeden Fall ganz nett. Oh, mit dem Hoodie ist es cool. Ja, ist ganz nett.